Gestra, ein internationaler Hersteller von Armaturen und Regelungstechnik, hat 2009 das erste komplette gläserne Dampfsystem der Welt in Betrieb genommen. Alle Bauteile wurden aus hitzebeständigem Glas hergestellt. Hierdurch ist es erstmalig möglich, direkt in einen Dampferzeuger zu schauen und die Entstehung von Dampfblasen oder das Entgasen von Speisewasser zu verfolgen. In verschiedenen Filmaufnahmen werden viele Themen des Dampf- und Kondensatsystems erläutert. Hier werden alle thermodynamischen Vorgänge bei der Erzeugung von Dampf, bei der Kondensation, bei der Kondensatableitung und die Entstehung von Wasserschlägen gezeigt. Dieser Film zeigt die Kondensatableitung verschiedener Kondensatableitersysteme, dargestellt in einem gläsernen Dampfsystem der Gestra AG Bremen. Das Dampfsystem besteht aus einem Sekundärdampferzeuger mit einem Betriebsdruck von 1,3 bar Ü, entsprechend einer Sattdampftemperatur von 124,7 Grad Celsius. Die Leistung des Dampferzeugers beträgt 50 Kilowatt, entsprechend einer Dampfmenge von 80 Kilogramm pro Stunde. Als Kondensator dient ein gläserner Wärmetauscher oberhalb des Dampferzeugers. Als Kühlmittel wird Stadtwasser verwendet, dessen Eintrittstemperatur ca. 15 Grad Celsius und Austrittstemperatur ca. 40 Grad Celsius beträgt. Das Kühlwasser fließt in den Rohren, der Dampf strömt im Mantel um die Rohre herum. Aufgefangen wird das Kondensat nach den Kondensatableitern in einem gläsernen Kondensattank, welcher unter atmosphärischem Druck steht. Beim Blick in den Wärmetauscher erkennt man die Kondensation an den einzelnen Glasrohren, durch die das Kühlwasser von rechts nach links strömt. Tropfen bilden sich, welche nach einer kurzen Zeit von den Rohren abfallen, sich am Boden des Wärmetauschers sammeln und zum Austritt fließen. Die eingesetzten Kondensatableiter zur Entwässerung des Wärmetauschers sind unterhalb des Wärmetauschers angeordnet. In diesem Film wird der Kugelschwimmerkondensatableiter Typ UNA 16 vorgestellt. Dem Schwimmerkondensatableiter ist vorgeschaltet ein Spezialschauglas Vaposkop VK16. Dies dient zur Überwachung des Kondensatableiters und Sichtbarmachung von Strömungsvorgängen. Durch die im Schauglas eingebaute Umlenkrippe wird das Kondensat gezwungen, an der Umlenkrippe vorbei durch einen kleinen Siphon zu strömen. Dadurch bildet sich vor der Umlenkrippe ein kleines Dampfpolster und die Umlenkrippe ist leicht in das Kondensat eingetaucht. Der nachgeschaltete Kondensatableiter leitet nur Kondensat ab. Dampf geht nicht unterhalb der Umlenkrippe hindurch. Nun wird der Schwimmerkondensatableiter durch seine Anlüftvorrichtung geöffnet, sodass der Dampf zwangsweise durch den Kondensatableiter strömt. Sofort taucht die Umlenkrippe aus dem Wasser aus, da der durchströmende Dampf das Kondensat nach unten in den Siphon drückt. Ein eindeutiger Beweis, dass der Kondensatableiter nun einen Dampfverlust hat. Hier ist das Vaposkop komplett mit Kondensat gefüllt, was auf eine Stauung im Kondensatableiter hinweist. Gestra Kugelschwimmerkondensatableiter haben einen Regler, der mittels einer Schwimmerkugel, die durch das Einströmen von Kondensat in das Gehäuse aufschwimmt, eine Rollkugel von einer Bohrung hochzieht. Diese Bohrung, welche je nach Differenzdruck unterschiedliche Durchmesser haben kann, nennt man Abschlussorgan AU. Durch den anstehenden Differenzdruck wird das Kondensat nun durch diese kleine Bohrung gedrückt und fließt durch die Kondensatleitung in den nachgeschalteten Behälter. Beim Beginn eines jeden Heizprozesses ist zuerst Luft in dem Wärmetauscher. Luft und andere nicht kondensierbare Gase müssen durch die Kondensatableiter vom Heizprozess ausgeschleust werden, da diese den Wärmeübergang extrem behindern. Daher besitzen die Gestra Kugelschwimmerkondensatableiter eine zusätzliche thermische Steuerung, welche diese Aufgabe übernimmt. Beim UNA 16 ist dies eine kleine Regelmembrane, welche aufgrund des Temperaturunterschiedes zwischen Sattdampf und Luft erkennt, ob für den Heizprozess störende Gase im Heizsystem sind und diese abgeleitet werden müssen. Als Zusatzausrüstung ist ein Anlüfthebel an den Schwimmerkondensatableiter installiert. So besteht die Möglichkeit, eine zwangsweise Öffnung des Gerätes zu erreichen. Dies kann in der Praxis notwendig sein, wenn durch erhöhten Korrosionsanfall vermehrt Schmutz in einen Kondensatableiter gerät. Kugelschwimmerkondensatableiter haben im Gegensatz zu thermischen Kondensatableitern Vorteile. Selbst bei ganz geringem Differenzdruck leiten Kugelschwimmerkondensatableiter schon große Mengen an Kondensat ab. Ist der Kondensatableiter richtig ausgelegt worden, wird der Wärmetauscher immer staufrei entwässert.
Dadurch wird garantiert, dass das zu erwärmende Produkt immer korrekt beheizt wird. Wird der Dampf geregelt und der Dampfdruck dadurch verändert, hat dies kaum Einfluss auf die Kondensatableitung, welche weiter unabhängig von Druck und Temperatur alleine durch das Niveau im Ableiter gesteuert wird. Aufgrund des großen Gehäusevolumens eines Schwimmerkondensatableiters können Mengenschwankungen leicht gepuffert werden. Der Kondensatableiter verschluckt sich nicht. Wegen geringer Strömungsgeschwindigkeiten können sich Schmutzteile unten im Schwimmergehäuse aussedimentieren und beeinträchtigen so nicht die Sitzdichtheit am Abschlussorgan AO. Schwimmerkondensatableiter arbeiten kontinuierlich. Da die Schwimmerkugel immer auf dem Kondensat schwimmt und sich kaum auf- und abbewegt, ist der Verschleiß minimal und die Lebensdauer von Schwimmerkondensatableitern oft 2 bis 5 Mal so lang wie die von thermischen Kondensatableitern. Bei dieser Anordnung ist der Schwimmerkondensatableiter richtig installiert. Er befindet sich unterhalb des Wärmetauschers. Das Kondensat kann aufgrund seiner Schwerkraft senkrecht nach unten fließen. Dampfblasen können frei nach oben aufsteigen, zurück in den Wärmetauscher. Die Nennweite der Kondensatleitung sollte nicht zu klein dimensioniert sein, sodass die rechnerische Strömungsgeschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde nicht überschritten wird. Eingebaute Schmutzfilter sollen regelmäßig gereinigt werden, damit es nicht zu einem unerwünschten Druckverlust kommt. Durch Absenken des Druckes vor dem Kondensatableiter wird das siedend heiße Kondensat sofort Dampfblasen bilden, welche den ungehinderten störungsfreien Zufluss von Kondensat verhindern. Auch bei einer Änderung des Kondensatanfalls oder Veränderung des Betriebsdruckes schafft der Schwimmerkondensatableiter eine staufreie Ausschleusung des Kondensates über einen großen Regelbereich. Um dies zu demonstrieren, wird nun der Betriebsdruck auf 0,5 bar Ü gesenkt, bei konstanter Kühlwassermenge. Bei bestimmten Einbausituationen ist es sinnvoll, ein Rückschlagventil hinter dem Schwimmerkondensatableiter vorzusehen. Kann der Gegendruck höher sein als der Vordruck, wird so sicher ein Zurückfließen von Kondensat verhindert. Schließt das Dampfregelventil am Eintritt des Wärmetauschers, kann es zu einem extrem schnellen Druckabfall kommen. Dabei kann im Wärmetauscher ein Vakuum auftreten. Kondensat wird durch den Kondensatableiter zurück in den Wärmetauscher gesogen. Auch dies wird durch ein Rückschlagventil verhindert. Bewährt haben sich bei diesen Betriebsfällen die Gestra Disco Rückschlagventile Typ RK. Wie extrem schnell der Druck in einem Wärmetauscher sinken kann, wird nun demonstriert durch Schließen des Kugelhahnes am Dampfeintritt des Wärmetauschers. Gleichzeitig wird beim Betrachten des Manometers deutlich, wie der Druckabfall entsteht. Bei Erhöhung des Betriebsdruckes zurück auf 1,3 bar Ü entwässert der Schwimmerkondensatableiter den Wärmetauscher sofort staufrei. Diese staufreie Entwässerung muss bei waagerecht angeordneten Wärmetauschern unbedingt gewährleistet werden. Anstau von Kondensat im Wärmetauscher führt zu gefährlichen Wasserschlägen, überflutet die Heizfläche und der Wärmeübergangskoeffizient wird circa um das Vierfache verringert. Somit kann nicht mehr gewährleistet werden, dass das Produkt jederzeit ausreichend beheizt wird. Vom Einsatz thermischer Kondensatableiter bei dampfseitig geregelten Wärmetauschern wird abgeraten. Vielen Dank für Ihr Interesse.